Yo, Marshall oder Camper? Ich meine, die Fragestellung ist ungefähr genauso sinnhaft wie manch anderer YouTube-Titel, wo es da heißt, 10 Gründe, warum ich Wasser trinken sollte oder warum ich keins trinken sollte. Ist völlig klar, YouTube ist ein wichtiges Medium und unter unseren YouTube-Videos steht natürlich auch ganz gerne mal der Kommentar, Olli, mach doch mal ein Camper-Video. Ja, und ich habe mir gedacht, naja, ich mache mal das erste Camper-Video ohne Sound. Ja, sondern ich erkläre einfach mal, worum es beim Camper geht und vor allen Dingen meine Sichtweise vielleicht auch im Vergleich zu echten Amps, weil die Frage natürlich immer da ist im Raum, ey, was mache ich denn jetzt mit meinem Marshall, wenn ich einen Camper habe oder brauche ich überhaupt Stacks oder nehme ich überhaupt noch Röhren-Amps oder verkaufe ich alles und kaufe mir einen Camper? Und das ist natürlich das, wo man sich dann so ein bisschen suchen muss und vielleicht auch verstehen muss, was der Camper überhaupt macht. Ja? Ich sage immer gerne im Verkauf, wenn es darum geht, wie findest du denn einen Camper, sage ich, naja, der Camper klingt genauso wie das, was ich ihm reinfüttere. Ja? Also im Prinzip geht es darum, um Profiling. Das heißt, hat nichts mit Kriminalistik zu tun, sondern einfach damit zu tun, dass man einen real existierenden Röhrenverstärker gewissermaßen so abscannt. Ja, so kann man sich's vorstellen. So die Ursprünge sieht man so ein bisschen in diesem Modeling. Ne? Ich meine, Line 6 hat es damals bekannt gemacht mit dieser roten Bohne, ja? Also Amp Modeling. Da gab es aber den Unterschied, dass wirklich Line 6 damals sich überlegt hat, naja, wir modeln jetzt Röhrenamps. Das heißt, man konnte direkt beim Line 6 Pod einen Amp anwählen und war dann mehr oder weniger festgelegt auf diesen Amp und dann vielleicht noch auf eine bestimmte Box oder auf eine Kombination von beidem und dann war der Käse auch schon gegessen. Und als Christoph Kemper damals wirklich den Profiler entwickelt hat, hat er wirklich einen genialen Coup gezogen und hat sich gedacht, wie wäre es denn, wenn die Leute ihre eigenen Amps profilen. Ja? Und das ist natürlich der Knaller, weil ich kann dann natürlich sagen, naja, der Profiler klingt, wenn ich will, ganz genauso wie das, was ich mir daheim im Studio zurechtgeschraubt habe. Und das ist natürlich genau gewissermaßen auch das Problem mit dem Camper. Ne? Weil, wenn ich es mal vergleiche mit einem Digitalpiano, ja, ich setze mir jetzt einen Kopfhörer auf und spiele das beste Roland oder Yamaha Digitalpiano, was es überhaupt gibt, ja, mit modulierenden Samples und was, also so weit wie die Technik reicht. Und ich gehe danach an einen Flügel, ja, der nach Holz riecht, ja, und ich spiele dasselbe. Ja, dann weiß ich, was die Uhr geschlagen hat. Ne? Weil das eine ist gewissermaßen die Synthese und das, was auch über die Kopfhörer an mein Ohr kommt vor allen Dingen. Ja, und das andere ist wirklich real. Ja, ich werde nie vergessen, bin mal durch den Park gelaufen, da hat so ein Streichquintett gespielt in so einer kleinen Kapelle. Und da dachte ich auch, naja, gehst du mal hin, man traut sich ja kaum hin, weil alle sitzen schon ganz andächtig. Ja? Und dann habe ich mir so überlegt, klingt das geil. Es war unfassbar, die Cellos und die Violinen, das klang so anders als das, was man normalerweise als Musik von einer CD hat, dass einem wirklich Angst und Bange wird. Ja? Das ist so realistisch. Und genauso ist es natürlich, ne? Wenn ich jemandem, der auf den Camper schwört und sagt, ey, ich habe die besten Profile und ich kann meine Marshalls gut profilen und das ist der Hammer und so, das klingt so geil, da hörst du keinen Unterschied. Wenn man den natürlich an so einen JC-100 setzt oder an so einen Plexi oder lass es auch einen anderen Marshall sein und einfach mal das ihm an die Ohren gibt, was durch die Pappe, ja, und durch den Bespannstoff und durch die Luft an die Ohren kommt, dann weiß der auch, was die Uhr geschlagen hat. Ne? Insofern geht es natürlich immer darum, ja, ein Profiler wird natürlich mit dem gefüttert, was durch die Boxen oder durch die Speaker, durch die Luft, durchs Mikrofon, ans Mischpult, an den Camper Profiler weitergeleitet wird. Ja, es ist natürlich auch immer so die Frage, wenn ich das erste Mal im Studio bin, ja, und ich nehme meinen Amp mit und ich bin ganz stolz auf meinen alten Marshall zum Beispiel, ja, und stehe den auf im Studio und halt der Toningenieur ist schon so halb am Einschlafen und denkt, komm, hier beeil dich mal, wollen wir nicht einen Camper nehmen? Du sagst, nee, ich will meinen echten Amp nehmen, ich kenne den und so weiter. Ja, dann wird ein Mikrofon da vorgestellt, dann wird die Tür zugemacht, am besten eine Doppeltür und ich höre meinen Amp das erste Mal vielleicht, ja, über zwei Studiomonitore. Und dann falle ich natürlich vom Glauben ab. Dann denke ich so, hä? Das klingt aber nicht wie mein Amp. Und dann fängt man an mit Raummikrofonen, die dazu zu mischen und so ein paar Tricks gibt es da ja, ja. Und manche Spieler machen das so verrückt, dass sie sagen, nee, weißt du was, ich gehe in den Proberaum oder ich gehe in den Aufnahmeraum, stell mich dahin, du nimmst die Gitarre auf, ich habe damit nichts zu tun. Und sind nachher trotzdem enttäuscht, weil die Gitarre einfach nicht so klingt, wie sie es im realen Leben wahrnehmen. Ja? Und aber der Trick ist natürlich das, was über die Studiomonitore an die Ohren kommt, von dem Amp, den ich mir ausgesucht habe, den ich mir gekauft habe, der vielleicht noch von meinem Opa ist und dann habe ich mir den hingestellt. Das ist natürlich genau das, was der Camper auch an die Studiomonitore liefert, wenn ich diesen Amp geprofilt habe. Und das funktioniert. Ja? Also da gibt es genügend Videos und deswegen sage ich auch, ich mache das erste Video, das erste Camper-Video ohne Sound,
da gibt es genügend Videos, wo Leute ihre Amps profilen und wirklich AB schalten und man kann wirklich marginale Dynamikunterschiede feststellen. Ich meine, böse Zungen sagen natürlich, naja, es liegt natürlich daran, dass die Gitarre auch schon beim Profilen des Amps im Profiler steckt. Ne? Das heißt also, es findet natürlich auch von vornherein schon mal eine leichte Wandlung oder eine Veränderung oder eine Modulierung des Original-Amp-Sounds statt, in dem Moment, wo ich natürlich in den Profiler gehe oder in den Kemper-Profiler gehe, klar. Ne? Also man muss es auch manchmal vielleicht übertreiben, um es auch zu erklären, aber was natürlich der Hammer ist, ich kann mit dem Kemper mir eine Recording-Situation, wie ich mir sie selber geschaffen habe, mit nach Hause nehmen. Ja? Und das habe ich selber schon oft getan. Das heißt, man ist im Studio, man hat sein Amp aufgebaut mit 3-4 Mikrofonen, man hat seinen Sound und sagt sich, okay, ich profile mir den jetzt mal und schnapp den am Henkel direkt zu mir ins Musikzimmer und dann spiele ich den Profiler und dann klingt es über die Kopfhörer ganz genauso wie das, was ich im Studio über die Kopfhörer gehört habe, aber eben nicht, was ich im Aufnahmeraum von dem Amp höre. Ja? Und deswegen ist natürlich immer die Frage, wofür brauche ich einen Profiler oder wofür brauche ich einen Kemper? Natürlich nicht darum, um einen echten Amp zu simulieren. Man kann das natürlich machen. Ich habe mir auch hier einen mit Endstufe geschnappt. Man kann natürlich auch den Kemper nehmen, um sozusagen das geprofilte Amp-Profil wieder zum Leben zu erwecken. Ja? Man kann dann also praktisch, die Box wird rausgerechnet oder wird auch gar nicht mitgeprofilt. Klar, da gibt es dann die ganzen Direct- oder Direct-Profile. Das heißt, man kann dann genau sagen, naja, du bist mein Amp, du bist meine Box. Trotzdem hört man sogar, wenn man so ein bisschen so Abstand hat vom Raum, ah, ist das jetzt ein echter Amp oder ist das jetzt der Profiler? Man hört es an der Beweglichkeit, man hört es an der Dynamik, man hört es an dieser sonoren Blasenbildung, es wummert anders, es hat eine andere Spieldynamik. Es ist nicht ganz das Gleiche, aber es ist natürlich unfassbar nützlich, um einfach so eine Situation einzufrieren. Ja? Und ich meine, viele von euch wissen wahrscheinlich, woraus so ein Profiler besteht. Ich mache gerade mal so einen kleinen Überblick. Ja? Im Prinzip geht es darum, dass der Signalfluss natürlich über den Input erstmal über die Stompboxes geführt wird. Da kann ich 4 verschiedene Effekte vorschalten. Ja? Wenn ich da länger drücke, sehe ich jetzt, der ist aus. Oder hier praktisch habe ich jetzt ein Noise Gate drin. Ich kann auch browsen, da habe ich hier verschiedene Booster-Signale, die sind jetzt hier rot gefärbt. Oder ich gehe noch ein bisschen weiter, da bin ich auf den Modulationskisten, die natürlich ihrerseits alle auch Parameter haben. Das heißt, wenn die geladen werden, dann kann ich hier über die verschiedenen Seiten auch schauen, okay, ich habe hier Rate, Depth, Crossover, Mix für einen Chorus zum Beispiel. Ja, und habe je nach Effekt Komplexität auch mehrere Seiten. Ja, also kann man ganz gut sehen, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier mal auf Amplifier gehe, da kann ich mir jetzt auch zum Beispiel ein Amp aussuchen, zum Beispiel hier Mesa Boogie, ne? so ganz ausgeschrieben steht es da nicht drin, aber zumindest sehe ich dann hier, okay, Ambo Stiletto, das wird wohl ein Stiletto sein, ja? Da muss man ein bisschen aufpassen wegen Copyright, und dann kann ich hier wirklich über die Seiten schauen, was ich für Parameter an dem Amp-Profil auch regeln kann. Das geht weit über das hinaus, was ich am echten Amp regeln kann. Ja? Das heißt, ich kann sowas wie Definition regeln, Power-Sagging, Picking-Attack, Kompression des Verstärkers, was ich natürlich an einem normalen Marshall gar nicht regeln kann, weil der Marshall das entweder von selber macht oder eben nicht. Ja? Wenn ich auf die nächste Seite gehe, Clarity, Tube-Shape, Tube-Bias, Direct-Mix und Volume am Ende. Und damit habe ich natürlich die Möglichkeit, in die Profile so reinzugehen, in diese Struktur so reinzugehen, wie ich es über normalen Marshall nicht kann. Ja? Das heißt, ich bin hier zum Beispiel beim JVM natürlich auf Gain, Treble, Middle, Bass und Volume mehr oder weniger angewiesen und habe dann die Möglichkeiten, die mir der Profiler bietet, natürlich nicht. Ja? Das könnte man erstmal als Nachteil bewerten und sagen, naja, toll, ich habe ja viel mehr Möglichkeiten beim Profiler, aber ich habe natürlich eine Sache beim Profiler nicht. Und zwar kann ich einen Amp, wie er geprofilt ist, nicht so regulieren wie den Originalverstärker. Soll heißen, wenn ich beim Profiler das Gain erhöhe oder auch die Klangregelung verdrehe, mehr Mitten, mehr Höhen, mehr Bass, dann klingt es immer so, als würde ich das hinterher am Mischpult erledigen. Ja, aber es ist nicht so, dass ich in diese Amp, also in diese Röhrenschaltung im realen Leben eingreife. Jeder weiß es. Wenn ich einen Verstärker habe, der ein bisschen suppt, der ein bisschen matscht oder ein bisschen langsam ist und ich drehe ein bisschen am Höhenregler,
dann geht der Matsch automatisch ein bisschen raus. Oder ich drehe ein bisschen am Bass runter, dann entmatsche ich den Amp. Ja. Und das funktioniert natürlich mit einem Profil, was ich über einen Camper erstellt habe, nicht. Das heißt, ein Profil, was matcht oder matchen soll, ist ja auch sehr oft einfach gewollt oder ein bisschen blubbert, wie auch immer, wir müssen es nicht gleich böse formulieren. Das kann ich durch das Regeln am Bass nicht entmatschen, sondern es ist eher so, dass dann mein matschiger Amp weniger Bass hat, aber immer noch matscht. Ja? Und ich muss, also man muss es immer so sehen, dass das, was der Profiler macht, ist praktisch ein Snapshot. Ja? Also eine Momentaufnahme eines Amps, und wenn man ganz authentisch sein will, dann darf man diese ganzen Regler wie Definition, Power Sagging, Pick, Kompressor oder wenn ich auch auf den IQ hier gehe, habe ich Bass, Middle, Treble, gar nicht anfassen, weil in dem Moment verlasse ich natürlich die authentische Reproduktion des Amps. Ja. Und wenn man dann so sich mal umschaut, wie so Amps geprofiled werden, wer da auch sich oft verantwortlich zeichnet, Michael Britt zum Beispiel ist einer, der sehr, sehr bekannt ist, oder auch die Top-Jimmy-Profile gefallen mir sehr, sehr gut. Da hat man immer gleich einen Amp in 15 verschiedenen Gain-Stufen und Variationen, weil einfach so die größtmögliche Authentizität erreicht wird. Ja? Das heißt, ich habe dann natürlich die Möglichkeit, mir auszusuchen, wie will ich den Amp einstellen, aber ich muss natürlich für jede Einstellung mir ein anderes Profil ziehen. Ja? Und das ist vielleicht noch die größte Schwäche am Profiler, dass man sagt, okay, du reagierst nicht wie ein Amp, sondern du reagierst eigentlich nur wie so ein Foto, ein Snapshot des real existierenden Verstärkers. Ja, und das ist dann die Frage, will ich jetzt digital oder will ich analog? Ja, und meine Antwort ist immer, mach beides. Ja, also ich habe in meinem Flur meinen Marshall-Turm stehen, also die einzelnen Top-Teile, manchmal sind 6 oder manchmal sind 7, manche sind noch im Proberaum. Und dann denke ich mal, brauchst du eigentlich so viel Amps und so weiter? Und dann packe ich die auf meine Box und fühle, wie die Regler funktionieren, wie das Gain sich sättigt oder auch entsättigt, wie die Spitzen kommen, wie das Harsche kommt und geht. Das ist natürlich eine Geschichte, die man mit einem Profiler so überhaupt nicht erleben kann. Ja, man kann nur sagen, naja, ich habe jetzt meinen Sound, ich mache davon, wie gesagt, ein Profil und ich nehme das mit in die ganze Welt oder ich verschick's. Ja, das funktioniert natürlich auch. Es gibt eine Community, eine freie Community, wo man mittlerweile, ich glaube, es sind 15.000 Profile, sich anhören kann und dann auch über den Rig Manager so ganz gelassen durchscrollen kann und sich die Profile anhören kann. Ja, und dann ist es aber natürlich so, dass man immer wieder in so eine Recording-Situation reingeworfen wird, die man selber nicht erlebt hat oder die man selber auch nicht erstellt hat. Das heißt, es ist andauernd eine Situation, in der man sich nicht so wirklich erstmal zu Hause fühlt. Ja? Es sei denn, man macht ganz viel Recording und man kommt irgendwie so von diesem Inch und man sagt, naja, ich weiß, wie so ein M klingt und wie die Mikrofone gestellt werden und was auch für eine Nachbearbeitung ist und man kann es irgendwie auch sortieren und einordnen. Ja? Aber die Enttäuschung ist natürlich groß, wenn man sagt, ich weiß, wie ein M klingt und man setzt sich dann praktisch einen Kopfhörer auf und probiert dasselbe zu erleben mit einem Camper. Das ist natürlich, wie gesagt, genauso die Recording-Situation im Studio, wenn man das erste Mal seinen Vox AC30 über die Kopfhörer so eingeschrumpft übers Mischpult hört und dann macht einem der Toningenieur noch verlegen so ein bisschen Hall drauf und sagt, naja, komm, ich spiel halt mal, ist auch schwierig. Ne? Also insofern ist immer die Frage, was will man haben, digital oder analog? Ja? Und ich sage auf jeden Fall beides.